Test, 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 Test. Gut. So, willkommen zur Vorlesung Fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Dieses Mal Vorlesung 11, Web Development mit Yesod. Zunächst mal, wer von euch hat Ahnung von Web Development? Wer hat das schon mal gemacht? Webserver geschrieben, Application Server, irgendwas im Webkontext gemacht? Niemand? TDPE ist schon mal gut, da macht man sowas auch immer. Hast du verstanden, was du gemacht hast? Gut, du hast es verstanden, okay. dann wird der erste Teil jetzt einfach. Für die anderen, erstmal, was ist Web Development? Web Development teilt sich fast immer in genau diese drei Schritte auf. Wir haben zum einen den Browser beim User. Das Ding solltet ihr kennen, das habt ihr häufiger schon mal benutzt. Insbesondere, wenn ihr auf YouTube seid, benutzt ihr gerade einen Browser. Dieser Browser fragt natürlich bei irgendeinem Server an und den Server wollen wir natürlich schreiben. Das ist die Applikation hier in der Mitte. Und die Applikation beantwortet halt die ganzen Anfragen, gibt den ganzen Code wieder zurück und so weiter und so weiter. Allerdings wollen wir unseren Server ja hin und wieder mal neu starten, wir möchten updaten oder sonst irgendwas und deswegen müssen wir die Änderungen quasi persistent in irgendeiner Datenbank speichern. Das einfachste Ding von Datenbank, was ihr so kennt, sind einfach Dateien auf der Platte. Das ist auch nicht so das effizienteste, aber das ist erstmal so ein einfaches Beispiel von Datenbank. Man kann das beliebig aufblähen, da gibt es ganze Vorlesungen, Datenbanken 1, Datenbanken 2 dazu, wo man sich insbesondere mit Datenbanken beschäftigt. Deswegen reiße ich das hier einfach nur mal kurz an. Wichtig ist, das Ding gibt es und was auch noch wichtig ist, diese drei Schritte können potenziell oder laufen in den meisten Fällen sogar auf drei verschiedene Maschinen ab. Der Browser läuft bei eurem User ab, ne, auf seiner Maschine, die Applikation läuft auf eurem Server. Das heißt, die Maschine, mit der der Browser kommuniziert. Und der Datenbank-Server steht irgendwo unten im Rechenzentrum, weil der die großen Festplatten hat, weil da die ganzen Daten drin gespeichert sein können, weil vielleicht mehr als ein Server auf die Datenbank zugreifen muss. Gerade bei so Datenbanksammlungen wie Genom-Datenbanken oder sonst was, da steht eine Datenbank im Keller mit riesig vielen Festplatten und dann greifen verschiedenste Applikationen irgendwie darauf zu. So. Wie nutze ich jetzt so eine Web-Applikation als User? Nichts könnte einfacher sein. Ich mache meinen Browser auf und tippe die URL ein von der Sache, die ich halt anzeigen möchte, zum Beispiel ein YouTube-Video oder so. Und dann erhalte ich die zu der URL zugehörigen Informationen. Im besten Falle zum Beispiel das Video der Vorlesung. Wir gucken uns jetzt mal erstmal genauer an, was ist denn die URL, die ein User hierzu angibt. Und allgemein sieht eine URL in etwa so aus. Ich habe jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten weggelassen, sowas wie User-Authentifizierung, verschiedene Ports und noch ein paar andere Geschichten. Aber wir gehen das Ding jetzt einmal von vorne bis nach hinten durch. Am Anfang steht immer das Protokoll. Im Web-Kontext haben wir hier klassischerweise HTTP und HTTPS, also normales HTTP und verschlüsseltes, aber das Protokoll funktioniert auch genauso für, wenn wir zum Beispiel über FTP Sachen laden möchten oder so. Das verstehen sogar die meisten Browser und können die Sachen dann direkt anzeigen. Dann kommen wir zu dem Domain-Part, der besteht aus beliebig vielen Subdomains davor. Eine Subdomain kennt ihr alle, zum Beispiel, das ist das TechFAQ in techfakunibielefeld.de. Das untergliedert die Webseite. Also ich kann unter einer Domain verschiedene Subdomains für im Unikontext jetzt Fakultäten, im Firmenkontext kann das zum Beispiel sein forum.meinefirma.de oder irgendwie helpcenter.meinefirma.de und so weiter und so weiter, wo halt wirklich verschiedene Server nochmal hinterliegen, die sich auf spezielle Sachen spezialisiert haben. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Forum kaputt geht und offline geht, sind alle anderen Seiten noch halbwegs erreichbar. Und das macht das ganze Ding einfach robuster. Deswegen hat man im Web-Kontext sehr häufig es mit mehreren Servern zu tun. Dann haben wir halt die eigentliche Domain, die den Server identifiziert, das, was man seinen Leuten teilweise erzählt und weitergibt. Und die Top-Level-Domain, also DE, .org, .com und sonst was,
die ist hauptsächlich dafür da, weil das rechtliche Konsequenzen hat. Auf einer .de-Domain darf ich einen bestimmten Content nicht draufstellen. Wenn ich zum Beispiel eine .ru-Domain habe, muss ich, glaube ich, eine russische Staatsbürgerschaft vorweisen oder irgendwie sowas. Spezielle Domains sind ganz restriktiv, werden die nur vergeben. Zum Beispiel .mil für militärische Zwecke. Genau, die gesamten US-Streitkräfte, army.mil ist die Homepage des US-Militärs und auch viele andere findet man unter .mil, aber ich kann jetzt nicht als irgendein Benutzer hingehen und sagen, hey, das ist eine coole Endung, ich möchte die haben. Die kriege ich dann einfach nicht. Und wie gesagt, Top-Level-Domain hat meistens mit rechtlichen Sachen zu tun. Bei den gängigen Domains ist die Rechtslage aber relativ ähnlich. Dann haben wir in der Domain den Pfad zu der Ressource, die wir eigentlich aufrufen wollen. Das ist ganz normal wie eine Verzeichnungsstruktur. Wir fangen an mit Slash. Das ist halt der Ursprungspfad, wie in einem normalen Linux-System. Und dann hangeln wir uns durch die Verzeichnisse durch. Und am Ende haben wir dann irgendein Item, das wir abrufen möchten. Also das ist halt die Datei, in Anführungszeichen, die wir haben möchten. Und das wird häufig verwechselt, wenn ich hier zum Beispiel habe MyDomain mit Slash Home. Ohne Slash am Ende, ist das was vollkommen anderes, als wenn ich mache Slash Home Slash. Weil beim einen möchte ich Home aus dem Wurzelverzeichnis haben und beim anderen möchte ich die Standardroute, die es standardmäßig gibt, bei vielen Servern heißt sie dann Index oder sonst irgendwas, möchte ich die Standardroute haben in dem Unterverzeichnis Home. Das heißt, sonst Slash ist durchaus sehr wichtig. Wenn man ein guter Webprogrammierer ist, zeigt Slash Home und Home Slash, Slash Home und Slash Home Slash auf dieselbe Ressource, weil ansonsten beschweren sich eure User bei euch, dass irgendwelche Links nicht funktionieren, weil irgendein Programm wieder eine Slash am Ende weggemacht hat. Dann haben wir dahinter noch Parameter, optionale Parameter, die an den Application Server mit übergeben werden. Und ich habe jetzt nur ein Beispiel für einen Parameter, mit mehreren Parametern werden die einfach mit und hintereinander gehängt. Und man muss dann natürlich spezielle Sonderzeichen wieder ausklammern und so weiter und so weiter. Da muss man sich dann entsprechend einlesen, wenn man das nutzen möchte. Und dann gibt es am Ende noch mit der Raute einen Anker, wo man dem Browser sagen kann, auf welchem Teil der Seite man sich befindet. Mittlerweile hält das immer mehr Einzug, dass man zum Beispiel eine Navigation links an der Seite hat, irgendwie so eine Table of Contents und dann einen riesig langen Text nach unten runter und ich kann halt in die Navigation auf gewisse Anker klicken. Das lädt dann die Seite nicht neu, sondern springt innerhalb der Seite hoch und runter auf das jeweilige Kapitel. Ja, das heißt, das Einzige, was unser Application-Server nachher verwalten muss, ist hier der markierte Bereich. Die Domain interessiert uns nicht, weil der Server wurde ja schon gefunden. Das Protokoll ist, wenn unser Server angesprochen wird, also da wir einen Webserver haben, ist das Protokoll entweder HTTP oder HTTPS. Da kümmert sich der Application-Server auch komplett automatisch drum. Dann haben wir hier halt noch die Ressource mit den Parametern und die Anker werden halt einfach ignoriert, weil wer braucht die schon? Das ist auf dem Client zum Rendern. Gibt es dazu noch Fragen, wie so eine URL aufgebaut ist? Und wozu es hier eigentlich geht und insbesondere halt, was hier so eine Ressource ist? Keine? Gut. Okay. Dann hatte ich ja eben schon mal angesprochen, unser Server braucht eben irgendeine sinnvolle Möglichkeit, die Daten zu speichern, weil wenn einfach mal der Strom ausfällt, möchten wir nicht, dass sich alle User nochmal neu registrieren müssen und die ganzen Rechnungen sind gelöscht und alles, was unser Shop-System oder so gemacht hat, was wir betreiben, oder unser Forum ist komplett kaputt und alle Einträge sind gelöscht. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen müssen wir die eben persistent speichern. Und eine Datenbank ist nichts anderes als ein State. Im Prinzip ist das quasi wie eine State-Monade. Wir haben ein großes Ding, wo das reingeschrieben wird. Und immer wenn wir in Haskell ein State haben, packen wir das in eine Monade. Die State-Monade ist halt pur und läuft in eurem Code. In Webservern ist das dann meistens eine Datenbank-Monade im Hintergrund, die dann sich automatisch darum kümmert, dass ich eine Verbindung habe, die allen möglichen Krempel macht und mir ein schönes High-Level-Interface dazu zur Verfügung stellt. Und das Ganze, also die besonders strikte Trennung, hat natürlich wieder die üblichen Vorteile. Wir haben ein fest definiertes Interface, weil entweder liegt die Funktion in der Monade oder nicht. Und wir können einfach gucken, wir möchten irgendwas mit der Datenbank machen. Der Rückgabetyp muss irgendwie Datenbank A
vom Typen her sein. Also wir müssen irgendwie, wenn wir eine Datenbankaktion machen, wird das natürlich direkt durch den Typen sichtbar. Und insbesondere kümmert sich dann die Monade um alle internen Angelegenheiten, um Synchronisation, kann vielleicht Sachen zusammenfassen und in eins abschicken und so weiter und so weiter. Und das Typsystem bewahrt uns davor, undefinierte Aktionen zu machen. Also wenn ich eine Funktion in der Datenbankmonade aufrufen möchte in irgendeiner anderen Monade, kriege ich einen Typfehler. Das heißt, ich kann einfach ich kann Datenbankaktionen nicht an der falschen Stelle machen, wo sie unsicher sind. Ja. Noch Fragen dazu, zu der Folie? Nein, gut. Damit sind halt die Aufgaben, die unser Server jetzt machen muss, eigentlich ganz klar. Wir wissen, es kommt halt eine URL rein, der User möchte irgendwie slash home anzeigen oder einfach nur slash. Dann muss der Webserver die richtige Funktion aufrufen. Der hat intern einfach eine Liste von Funktionen, die halt für jede Route, die er hat, die er so nach außen anbietet, gibt es halt eine Funktion, die dann aufgerufen wird mit, der User möchte jetzt irgendwie die Homepage anzeigen, der User möchte sein Profil editieren oder sonst irgendetwas. Und unter Zuhilfenahme der Datenbank, weil über die URL ist die Aufgabe klar und meistens möchten wir halt dann mit der Datenbank agieren, entweder Sachen auslesen oder Daten speichern. Wenn zum Beispiel die Homepage angezeigt wird, möchten wir aktuelle Nachrichten oder sowas aus der Datenbank auslesen. Wenn der User sein Profil aktualisiert hat, möchten wir natürlich das geänderte Profil speichern und so weiter und so weiter. Am Ende muss aus den Sachen, die er dann gesammelt hat, aus der Datenbank oder aus was für Quellen auch immer, irgendeine Antwort erstellt werden und diese an den Client zurückgemeldet werden. Das ist klassischerweise dann, wenn wir zum Beispiel eine Homepage haben, auf der wir irgendwelche News-Items haben oder sonst irgendetwas, dann kommen die aus der Datenbank und dann müssen die irgendwie in HTML übertragen werden und dieser gesamte HTML-Text wird dann an den Client gesendet und der kann das dann im Webbrowser ganz normal anzeigen. Das heißt, das Eigentliche, was wir schreiben müssen, ist, wir müssen irgendwie sagen, wie wir URLs interpretieren, welche Funktion wir auf welcher URL aufrufen und wie wir halt in die Datenbank, wie wir aus der Datenbank Sachen auslesen und wie wir Sachen in die Datenbank schreiben und wie wir eine Antwort generieren, die halbwegs hübsch aussieht und dann die an den Client zurücksenden. Fragen? Gut. Die Datenbank stellt halt unseren zentralen Speicher dar. Allerdings wird uns in dem Framework, was wir benutzen, in dem Yesod-Framework, die gesamte Arbeit abgenommen. Und wir müssen uns dann halt letztlich nur definieren, wie so etwas aussieht. Und das machen wir in diesem Yesod-Framework mit so einem, ich sag's mal, Pseudocode. Der wird, also ist eine kleine interne Sprache, der wird, das Ding wird dann interpretiert und daraus werden die ganzen Datenbank-Sachen generiert. Komme ich gleich zu? Ich schneide hier gleich gerade mal was raus aus dem Video, weil... Sick, das Signal habe ich noch nie gesehen. Ist gecrashed mit irgendeinem Signal, was ich noch nie gesehen habe. Jetzt geht's wieder. So. Warum machen wir das Ganze? Wir hatten ja eben schon gesagt, die Datenbank ist ja im Prinzip nichts anderes als ein State. Und. Webserver-Entwicklung, wie wir eine Homepage bauen. Das ist auch ein optionales Projekt. Das ist eins der fünf Projekte. Gut. Okay, kommen wir zurück hierzu. Wir haben ja gesagt, die Datenbank ist ähnlich zur State-Monade. Und in der State-Monade haben wir auch einfach nur einen Typen, der unseren gesamten State hält. Und so ähnlich läuft das auch in der Datenbank. Wir haben hier halt einzelne Typen, die unseren Zustand halten. Natürlich kann ich jede Datenbank
komplett alle Haskell-Typen abbilden. Und deswegen sieht das, ist das hier so ein Pseudocode, der ein gewisses Format erhalten muss. Und da, dieser wird genutzt, um dann nachher sehr viel Haskell-Code zu generieren. Den möchtet ihr, glaube ich, nicht sehen. fangen wir erstmal an. Das ist, ich habe jetzt mal als Beispiel einfach zwei Dinger genommen, die man zum Beispiel für ein Forum brauchen würde. Wir haben einfach zwei Records. Wir haben einmal den User, der irgendwie interagiert mit dem Forum, der sich anmelden kann und so weiter und so weiter. Und wir haben hier unten Posts. Also wenn der User irgendwas postet, dann muss das natürlich auch in der Datenbank gespeichert werden. Und wir haben hier die beiden Bezeichner, User und Post, die verhalten sich genauso wie, wenn wir machen Data neuer Typ. Das heißt, wenn wir machen Data User gleich irgendwas, genauso verhält sich das, beziehungsweise Data Post gleich irgendwas. Und das irgendwas wird halt darunter eingerückt definiert, über die jeweils benannten Felder. Wir haben hier halt Felder, der User besteht aus einem Ident-Feld, einem Namefeld, einem Passwortfeld, einem Last-Login-Feld, Content, User, also der Post besteht aus Content, User und Time. Und die haben halt jeweilige Typen, die euch auch schon sehr bekannt vorkommen sollten. Die Typen, was ich eben schon einmal gesagt hatte, die müssen natürlich datenbankkompatibel sein, weil nicht jede Datenbank unterstützt alles. Und da gibt es die Typklasse Persist Field, die kann man einfach nachgucken, da sind so die standardmäßigen Typen drin. Und wenn man jetzt weitere Typen haben möchte, gibt es ein paar Erweiterungen. Zum Beispiel eine Erweiterung ist das Maybe. Das heißt, Passwort ist jetzt ein Text, aber ein Maybe-Text. Das heißt, das Passwort muss nicht unbedingt gesetzt sein. Wenn wir zum Beispiel Authentifizierung über Facebook oder über Google oder über sonst was machen, dann hat der User kein Passwort, weil das macht Facebook. Und wir merken uns einfach nur irgendeine Identifikation für den User, die Facebook uns gibt. Das wird intern in der Datenbank dann als leeres Feld gespeichert, also als Null-Feld. Und wenn wir das halt immer verwenden, ist das automatisch ein Maybe und wir müssen immer beide Fälle prüfen, hat er ein Passwort, hat er keins, insbesondere wenn wir es dann ersetzen wollen. Das kann man natürlich auch für alle anderen Sachen, die man irgendwie haben möchte, machen. Zum Beispiel, was ist noch optional? Irgendwie, wenn man jetzt ein Forum hat und man hat einen Startthread und darunter Antworten, dann hat der erste Post ja keinen obergeordneten Post, sondern hat ja vielleicht einen Parent Null und alle anderen haben, die darauf antworten, haben als Antwort just diesen einen Post. Also just diese eine Post-ID. Das wäre ein anderes Beispiel, wo man dann auch nochmal ein Maybe benutzen könnte. Dann können wir auch noch weitere Restriktionen angeben. In Datenbanken lieben Restriktionen für alles. Und zwar können wir hier sagen, dass die Identifikation des Users oben eindeutig ist. Das heißt, wir kriegen, die Datenbank stellt sicher, dass wir keine zwei User mit derselben Identifikation haben. Das ist einfach nur ein Constraint, damit unsere Datenbank konsistent bleibt, wenn wir die abspeichern. Wenn wir versuchen, einen neuen User einzufügen, der schon drin ist, kriegen wir halt einen Fehler zurück. Und wir können auch deriven. In dem Fall deriving typable. Ich glaube, das wird für die Standardimplementierung der Authentifizierung benötigt. Aber man kann da auch andere Klassen deriven. Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie man sich direkt Instanzen to JSON from JSON, wem das etwas sagt, generieren kann und so weiter. Und wir können auch, oben haben wir den Record User und hier unten sehen wir können über User ID die ID des Users direkt referenzieren. Das heißt, wir können auch unsere selbst definierten Records benutzen. Und so stellen wir zum Beispiel sicher, dass jeder Post zu jeder Zeit immer einen User hat. Und wenn der User zum Beispiel gelöscht wird, müssen wir halt gucken, ob wir die Posts dann auch löschen über den User und so weiter und so weiter. Das kann man auch alles noch genauer festlegen. Wow, was war das? Irgendwer spielt hier rum. Ich hatte gerade eine nette Anfrage von Nintendo irgendwas, der sich mit Bluetooth bei mir verbinden wollte.
Das passiert davon, wenn man Nintendo-Dinge benutzt. So, genau, was bringt uns das? Wir haben jetzt erstmal irgendwie gesagt, ja, so und so soll das aussehen. Das war jetzt alles so ein bisschen Pseudocode-Syntax. Die Frage ist jetzt, was macht unser Framework? Wir benutzen ja hier in dem konkreten Beispiel Yesod. Was macht unser Framework jetzt daraus? Und zwar wird aus diesen Daten, die wir angegeben haben, automatisch generiert die gesamten Records, weil ich habe ja gesagt, das schreiben wir ähnlich auf wie Records und die werden auch automatisch in die richtigen Typklassen gesetzt, damit die Datenbank kompatibel werden und so weiter und so weiter. Zu jedem Record wird eine eindeutige ID erstellt. Das hatten wir eben schon gesehen, das war die User-ID zum Beispiel in den Posts. Für jedes Feld in den Records werden automatisch Datenbanktypen erstellt, die in den richtigen Typenklassen liegen und so weiter und so weiter. Und insgesamt, wenn wir jetzt hier einfach mal den User nehmen, wird daraus in etwa, das ist jetzt nicht ganz genau, wird in etwa dieser Code generiert. Das heißt, wir haben hier unseren User-Typen, der in genau der Reihenfolge, wie wir das angegeben haben, die Felder hat. Die Felder werden jetzt umbenannt, indem einfach der quasi Record-Name vorher angehängt wird. Das heißt, wir können sowas wie Time als Feld häufiger verwenden und dann haben wir zum Beispiel Post-Time oder Register-Time oder Login-Time und so weiter. Das heißt, wir können die häufiger verwenden und es werden auch direkt entsprechend die richtigen Typen zugeordnet. Wir kriegen die ID generiert und wir kriegen neue Typen generiert, um mit der Datenbank zu interagieren. Und was die einfach nur machen, ist, die sagen, in dem User, also dieses User-Ident sagt, in dem User gibt es ein Feld Text intern, das steht an der und der Stelle, so kommst du dran, so kommst du wieder raus und so weiter und so weiter. Also das wird generiert und liegt direkt in vielen verschiedenen Typklassen. Und ja, es gibt dann halt so ein paar Regeln. Wir haben hier halt den User als Record-Typ, der wird natürlich erstmal groß geschrieben. Die ganzen Feldnamen werden klein geschrieben und besondere Sachen werden immer groß geschrieben. Das heißt, hier dieses Yannick-User ist groß geschrieben, die Typen dahinter sind alle groß geschrieben und in dem Data, was dann konstruiert wird, sind die ganzen Felder dann in Camel Case mit dem Record-Namen davor und die gesamten datenbankspezifischen Sachen heißen genauso wie die Record-Felder, nur dass sie halt groß geschrieben werden. Und damit können wir sie einfach direkt weiter verwenden. Und um den Rest kümmert sich Yesod. Wir werden das natürlich dann nachher auch noch in Beispielen benutzen. Und das ist alles. Also wir schreiben in dieser Pseudosyntax, die relativ einfach ist, einfach unser komplettes Datenbankmodell runter und das wird automatisch generiert. Wenn wir unseren Server starten, überprüft Yesod automatisch, wie sieht die Datenbank aus, was hat er hier generiert und fängt dann automatisch an, die Datenbank zu migrieren. Das heißt, wenn wir irgendwas hinzugefügt haben in die Datei, dann wird auch automatisch, werden alle Records erweitert und so weiter und so weiter. Die Datenbank wird aktualisiert, die neue Spalte wird hinzugefügt und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir müssen das alles einfach im Endeffekt nur noch benutzen, ohne dass wir uns da groß Gedanken machen müssen. Die Frage aus dem Publikum, was passiert mit bestehenden Daten? Wenn es Konflikte gibt, also wenn es keine Konflikte gibt, läuft das einfach durch. Wenn es Konflikte gibt, startet der Server nicht mit einer Fehlermeldung und sagt, hier, wenn ich diese Änderung mache, würden hier diese und jene Daten kaputt gehen. Das funktioniert nicht. Und dann kann man eine Migrationsregel schreiben, um diesen einen Spezialfall zu handeln. Und zum Beispiel, wenn ich hier ein Feld hinzufüge, dann ist das in der Datenbank ja natürlich noch nicht drin, aber wenn ich das Feld verpflichtend mache, muss ich ihm irgendeinen Default-Wert geben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel, was können wir hinzufügen? Wir können zum Beispiel E-Mail hinzufügen, dann haben wir hier stehen E-Mail, Text und dann schreiben wir dahinter Default gleich foo at bar oder so. Das heißt, wir können auch direkt in dem Model Default-Werte angeben und dann läuft die Migration automatisch durch, weil er die Regel kennt und dann automatisch die Sachen erweitert. Wenn wir Sachen rausschmeißen, müssen wir die Migration einmal umändern. Es gibt, das wird beim Booten, wird einmal eine Funktion Migrate oder Make Migration oder so aufgerufen. Und diesen Methodenaufruf müssen wir einmalig umändern in Make Migration Unsafe oder so. Und dann ignoriert er die ganzen Sachen und schmeißt die Daten einfach weg. Also die irgendwelche Konflikte machen. Das, was er automatisch machen kann, automatisch migrieren kann, kann er machen.
Und so kann man in einer Testumgebung zum Beispiel erzwingen, wenn man da am Arbeiten ist. In der Produktivumgebung hat man dann das Unsafe wieder raus. Und selbst bei einem Server-Update kann man dann sicher gehen, dann startet der Server einfach nicht, aber macht halt keine Daten kaputt. Ja gut, dann starte ich den alten halt einfach wieder, den habe ich ja auch noch. Ja? Und so hast du kein Problem, dass du die aus Versehen Daten kaputt schredderst. So, jetzt wissen wir ja im Prinzip, wie unser Modell aussieht. Das nächste, was wir jetzt mal machen, ist, wir überlegen uns, wie das Ganze überhaupt aufgerufen wird. Ich habe ja eben schon gesagt, zu jeder Route gibt es irgendwelche Funktionen. Und wir hatten ja eben eine URL in dieser Form. Ich habe das Rote nochmal markiert. Und was wir einfach machen ist, wir müssen jetzt jeder Ressource einen Weg zuweisen. Und das geht auch über eine einfache Textdatei mit Pseudosyntax, aus der Yesod dann alles Mögliche automatisch generiert. Und die Textdatei sieht so aus. Die ersten 4 Zeilen sind autogeneriert, die sind immer dabei. Und die letzten 3 Zeilen, um die kümmern wir uns eigentlich. Und zwar, ich erkläre euch kurz das Autogenerierte. Es gibt halt 2 spezielle Routen. Das erste ist eine statische Route. Eine statische Route, da sind immer Dinge drin, die sich nicht verändern. Zum Beispiel Bilder, zum Beispiel externe JavaScript-Dateien, zum Beispiel CSS-Dateien oder irgendetwas anderes. Das, was sich nicht verändert, das, wo ich nicht dynamisch darauf zugreifen möchte, was einfach nur vom Webserver durchgereicht werden soll. Also hauptsächlich Bilder und Skripte. Dann gibt es die Auth-Route, die ist für die Authentifizierung zuständig. Yesod hat ein Plugin-System für Authentifizierung. Das heißt, ich kann ganz einfach neue Authentifizierungsmethoden zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Sign-in with Facebook, Sign-in with Google und so weiter und so weiter. Die gibt es teilweise auch als fertige Pakete, wo ich dann einfach nur in meine Kabal-Datei eine Dependency hinzufüge. In der Konfiguration, in der Application unten sage, diese Authentifizierungsmethode stelle ich jetzt auch zur Verfügung. Und dann wird das da auch alles automatisch generiert. Das heißt, wir brauchen uns da auch komplett nicht mehr drum kümmern, aber wir brauchen eben eine Route, wo User automatisch hingeleitet werden, wenn wir zum Beispiel sagen, du musst dich authentifizieren. Da kommen wir zum Schluss zu, wie wir zum Beispiel erzwingen können, dass User nicht einfach überall drauf zugreifen können und überall schreiben können. Dann die zweiten beiden Sachen sind im Prinzip einzelne Dateien. Früher waren das immer Dateien. Aber die müssen halt genau an dieser Stelle liegen, weil der Standard das vorschreibt. Und das ist einmal das Fav-Icon, was dieses, wenn ihr so einen Browser-Tab offen habt, habt ihr oben im Browser so ein kleines Icon neben dem Tab. Oder wenn ihr eine Seite bookmarkt, habt ihr im Bookmark auch so ein kleines Icon. Das ist genau das. Das ist festgelegt, deswegen weiß auch jeder Browser, wo er es findet. Die robots.txt ist halt eine Datei für Webcrawler, also für Roboter, die den Inhalt eurer Seite kennenlernen möchten. Da könnt ihr dann Regeln festlegen, welche Unterseiten darf er besuchen, wann soll er wiederkommen und so weiter und so weiter. Wenn ihr die vernünftig pflegt und einlest, dann kommt Google durchaus häufiger vorbei und ihr werdet in den Index aufgenommen und kriegt ein höheres Ranking und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr werdet einfach im Internet besser gefunden. Das ist auch, hat sich eingebürgert als Standard, die Datei liegt genau da und muss genau so heißen und deswegen gibt es diese beiden Routen. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Teil unserer Applikation, wo ich jetzt auch mal die einzelnen Schritte erklären möchte. Wir bestimmen hier vorne im markierten Teil die Route, also das ist hier oben in der URL, alles ab dem Slash bis hinten zum Fragezeichen. Das heißt, wir geben jetzt an, zum Beispiel Slash wird durch die Home-Route, also Slash ist die Home-Route, auf Slash Posts, haben wir die Posts und auf Slash Edit mit einem in64 kommen wir auf Post Edit, also auf die Post Edit Route und wir können hier auch direkt schon Variablen angeben und die Funktion, die das nachher handelt, die Funktion, die daraus generiert wird, die wir schreiben müssen, die kriegt dann auch als Parameter direkt den in64 übergeben und wir können damit direkt weiterarbeiten. Das zweite ist, welcher Händler aufgerufen wird. Dazu kommen wir gleich im Detail nochmal später. Was das heißt, im Prinzip, dieser Händler identifiziert quasi die Route. Ich kann nämlich einfach sagen, in meinem Code, redirect homeair. Egal, wo die homeair-Route hinzeigt, der User wird danach auf die home-Route redirected.
und ich brauche mir keine Gedanken machen, wo liegt das, in welchem Unterverzeichnis bin ich jetzt und so weiter und so weiter. Und das letzte sind die HTTP-Methoden, die auf dieser Route gültig sind. Das heißt, normalerweise, wenn ihr eine URL aufruft in einem Browser, ist das ein GET-Request. Das heißt, gib mir einfach die Sachen. Post ist vielleicht einigen von euch auch schon mal aufgefallen. Das ist normalerweise, wenn man ein Formular abschickt, dann sind das Post-Daten. Genau, was ich noch sagen wollte, das hier ab dem Fragezeichen oben, diese Parameter, das ist, wie man Variablen in GET-Daten reinkriegt. Bei Post werden die separat mitgeschickt und sind da oben nicht sichtbar und werden somit auch nicht mitgeloggt von irgendwelchen Logdateien oder so. Also man sollte zum Beispiel Passwörter oder eine Login-Funktion immer über Post annehmen und nicht über GET. Weil bei GET geht die URL meistens im Klartext noch durch das Internet, weil die Verbindung ist verschlüsselt, aber nicht das, was ich haben möchte. Und wenn ich das Passwort oben in die URL schreibe, ist das nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Es gibt noch weitere HTTP-Methoden, ich glaube 5 oder 6. Es gibt da auch noch Update, es gibt noch Delete, es gibt Options und so weiter und so weiter. Die kann man auch alle gezielt abfragen, um so ganz gezielt irgendwelche Anweisungen zu steuern. Fragen dazu? Gut. Und die Funktionen, die halt aufgerufen werden, haben halt die jeweilige Form Method, Händler, R. Also wir haben die Methode Method, das ist hier Get, Post, Options, was auch immer. Dann Händler und ein R dahinter. Und das sind genau die Routenidentifizierer hier hinten. Und das gibt uns dann eine Funktion. Diese Funktion ist halt eindeutig. Die sagt zum Beispiel, ich möchte hier auf der Route Händler, möchte ich Methode Method aufrufen. Das heißt, wir haben, so können wir für jeden Fall unsere Seite Stück für Stück aufbauen. Wir können erstmal die ganzen Routen anlegen und die Webseite läuft erstmal. Die meisten Seiten werden natürlich irgendeinen Error rausschmeißen mit, ja, ist noch nicht implementiert. Aber sie funktioniert schon mal und wir füllen dann einfach nur noch den Code aus. Also wir füllen dann den vorgefertigten, generierten Code aus. Mögliche Signaturen für die Sachen, für die beiden Dinger, die wir eben hatten, ist zum Beispiel Get Home. Oh, da habe ich das R vergessen. Muss heißen Get Home R. Das ist einfach nur ein Händler. Händler ist halt unsere Monade, in der wir uns bewegen. Und HTML ist halt die Ausgabe, die wir zurückgeben. Das ist dann eine valide HTML-Ausgabe. Dann haben wir GetPostEdit, was diesen Int reinkriegt und einen HTML-Output liefert. Und wir haben PostPostEdit, was uns auch einen Händler mit HTML zurückliefert. Und genau, Händler ist halt die von Jesod bereitgestellte Monade, in der dieser ganze Code, den wir schreiben, abläuft. Also ihr werdet halt so 2, 3 Monaden vielleicht benutzen, aber das ist im Prinzip die wichtigste. Wir haben letzte Woche haben wir uns mit Monad-Transformern beschäftigt und insbesondere einen Monadsec evaluiert. Und dieser Händler ist einfach nur so ein Typ-Alias auf genauso einen Monad-Stack. Und das heißt, in der Händlermonade stecken noch weitere verschiedene Monaden. Die zwei wichtigsten sind einmal I.O. Das heißt, wir können innerhalb der Händlermonade einfach Lift.io benutzen und zum Beispiel Daten von der Platte lesen, Daten von irgendeinem anderen Server lesen, mit irgendwas kommunizieren und so weiter und so weiter. Wir haben halt die Datenbankmonade, die eben ja schon mal angeklungen ist, dass wir das als State abtrennen. Und dafür heißt die Funktion nicht Lift oder sowas, sondern RunDB, was einfacher oder intuitiver sein soll. Und somit sehen wir halt schon alleine durch die Typen, dass hier Aktionen am Model, die wir haben, also Aktionen in der Datenbankmonade, die können wir in der Händlermonade gar nicht ausführen, sondern wir müssen immer machen RunDB und so ein RunDB-Block läuft halt immer in eins durch. Das heißt, der hat automatische Error Recovery und alles Mögliche. Und insbesondere, ich weiß nicht, ob wir in der RunDB Lift.io machen können. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall in dieser Händlermonade schreiben wir halt später unsere gesamte Logik, die definiert, was die Seite bei welchem Aufruf machen soll. So, jetzt haben wir halt unser Model festgelegt und jetzt
gucken wir auch, ja, okay, es gibt da hier diese Händlermonade. Die Sache ist, was uns jetzt prinzipiell noch fehlt, ist irgendwie eine Methode, wie generieren wir eigentlich die Ausgabe? Weil es hat wahrscheinlich keiner Bock, zeilenweise hunderte Zeilen von HTML-Code in seinem YesOut-Code zu haben. Weil das ist bei PHP schon die Pest, wenn du 3 Zeilen Skript hast, dann eine HTML-Ausgabe, dann wieder 3 Zeilen Skript, dann wieder eine Ausgabe, dann wieder 3 Zeilen Skript. Das funktioniert einfach nicht und ist auf Dauer einfach nicht wartbar. Das Problem ist halt, HTML kombiniert nicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Container habe, sagen wir einfach mal, ich habe zum Beispiel eine Navigation, dann braucht der Container ja nicht nur den Inhalt, wie er dargestellt wird, sondern er braucht halt noch Metainformationen. Zum Beispiel habe ich da irgendwelche Skripte drauf, die ich benötige, irgendwelche JavaScripte. Ich habe da CSS-Informationen drauf, wo ich nicht weiß, hat der Rest der Seite diese Informationen und so weiter und so weiter. Und da wir in Haskell sind und wir darauf stehen, Dinge zusammenzustecken, hat YesOut sogenannte Widgets. Und ein Widget besteht halt aus dem eigentlichen HTML-Part und den Metainformationen, zum Beispiel, was für Skripte habe ich, was für CSS-Styles habe ich und so weiter und so weiter. Da gibt es einfach Funktionen, ich kann einfach einen Widget erstellen. Ich mache einfach irgendwie meinen HTML-Code, dann mache ich toWidget, dann habe ich ein Widget und dann kann ich auf diesem Widget JavaScript hinzufügen und CSS hinzufügen und so weiter und so weiter. Und er speichert das alles in diesem Widget ab und dann habe ich ein kleines Widget, was ich in der großen Seite wiederverwenden kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Widget für die Pagination unten, eins für die Navigationsleiste oben und so weiter und so weiter. Und am Ende wird das halt alles in ein großes Widget zusammengesteckt, was dann irgendwie das Layout macht. Und das wird dann in so einem HTML-Container hineingeschmissen, der das dann komplett rendert, der die Sachen, der die Widgets durchgeht, zum Beispiel die ganzen JavaScripte ausliest, alle zusammenpackt und an die richtige Stelle im Dokument packt, die ganzen CSS-Sachen ausliest, oben in den Header packt, Sachen, die doppelt eingebunden wurden über verschiedene Widgets, rausschmeißt und so weiter und so weiter. Das ganze Ding relativ intelligent handelt, sodass der Code vernünftig wohldefiniert ist und es kaum Konflikte gibt. In diesen Widgets, die sind halt relativ mächtig. Die haben auch Funktionen wie zum Beispiel, generier mir eine neue ID, die du noch nicht benutzt hast auf dieser Webseite. Und dann kriegt ihr eine neue ID und die könnt ihr dann in eurem HTML-Code benutzen. Und es ist halt sichergestellt, dass diese ID nicht nochmal vorkommt auf der Seite. Weil IDs müssen eindeutig sein. Wenn ich das aber irgendwie normalerweise in anderen Frameworks 3-4 Container habe, dann wissen die Container voneinander gegenseitig nicht, welche ID wo definiert ist. Und dann muss ich das wieder auseinandernehmen und so weiter und so weiter. Das ist sehr problematisch. Natürlich gibt es da in YesOut schon etwas Vordefiniertes. Wieso auch nicht? Die Funktion heißt Default Layout und hat eine etwas sehr krude Typsignatur. Die wird auch meistens nicht angegeben, weil die für den konkreten Fall relativ egal ist. Auf jeden Fall, das ist halt nicht nur für den Typen Widget, sondern das ist erweiterbar, das ist halt alles nur, wenn ich ein Page-Content über einer Route habe, kann ich den darstellen. Was auch immer Page-Content über einer Route sein soll. Und am Ende kriege ich dann in der jeweiligen Händlermonade, die ich habe, den Content raus. Da sieht man mal, dass das in der Händlermonade noch ein bisschen mehr drinsteckt als nur I.O. und Datenbank. Und im Prinzip, Default Layout nimmt irgendetwas Widget-ähnliches und generiert daraus eine Antwort. Und zwar, je nachdem, was für eine Antwort erwartet wird über den Typen, die richtige Antwort. Wenn zum Beispiel JSON erwartet wird, wird eine JSON-Antwort gebaut. Wenn HTML erwartet wird, wird eine HTML-Antwort gebaut. Wir hatten ja oben als Rückgabetyp auf unseren Funktionen Händler HTML stehen. Man kann auch genauso gut schreiben Händler JSON und gibt ihm dann am Ende einfach nur das Objekt, was eine toJSON-Instanz hat, und er rendert das dann vernünftig, ohne dass man da komische Dinge tun muss. So. Natürlich, Widgets klingt alles toll, aber ich muss ja immer noch HTML schreiben. Muss man nicht, um die Widgets zu erstellen, das ist selbstverständlich auch automatisiert, so wie alles automatisiert ist in diesem Framework. Das wird über einen Quasi-Quota in Haskell implementiert und weiß
Kennt ihr Quasi-Quota? Wer weiß nicht, was ein Quasi-Quota ist? Großartig, Finger gehen hoch. Ein Quasi-Quota, ein Quasi-Quota ist ein Stück Haskell-Code, der auf eine spezielle Art eingeleitet wird. Ich zeige das hier einfach mal am Beispiel. Wir haben jetzt hier einen Quasi-Quota, fängt an mit einer eckigen Klammer, dann der Name des Quasi-Quotas. Es gibt sehr viele verschiedene und man kann sich selber welche definieren. Dann so ein Pipe-Symbol, dann da drin der Inhalt des Quasi-Quotas und am Ende wird mit Pipe, Klammer zu, das Ding wieder geschlossen. Und was das Ding macht, ist, das sind intelligente Makros. Wer hat schon mal Makros gearbeitet in C oder C++? Auch keiner. Das ist im Prinzip ist eine Quasi-Quota eine Programmiersprache in der Programmiersprache. Das heißt, der Quasi-Quota wird von Haskell ausgeführt und generiert an dieser Stelle Haskell-Code. Und dieser Haskell-Code wird dann ganz normal runterkompiliert. Und deswegen ist das weiterhin komplett typsicher, aber viel einfacher zu schreiben. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, wie in anderen Frameworks, da müsste ich jetzt, um diesen Code zu erzeugen, müsste ich irgendwie sagen, new tag H1, H1.setContent hello world, new tag P, P.setContent willkommen. Und dann muss ich sagen, okay, H1.append P, damit die hintereinander hängen und so weiter und so weiter. Und das gesamte Geraffel wird mir automatisch definiert. Und diese Hamlet-Syntax ist 1:1 HTML, abgesehen davon, dass sie zusätzlich noch case-sensitive ist, whitespace-sensitive. Das heißt, alles, was auf der gleichen Ebene eingerückt ist, wird auch automatisch in den gleichen Tag gepackt. Das heißt, ich brauche die Tags nicht unbedingt schließen. Man sieht hier, das H1 wird direkt geschlossen und das P wird auch geschlossen. Und ich hätte jetzt hier in dem Willkommen noch weitere Tags verwenden können, um die ganzen Sachen wieder zu schließen. Das heißt, alleine über die Einrückung des Codes werden die Tags halt automatisch an der richtigen Stelle geschlossen, ohne dass ich jetzt irgendwie ungültiges HTML erzeuge. Mit dem habe ich halt, nicht keine Chance, aber mit dem ist es schwerer, ungültiges HTML zu erzeugen. Gibt es dazu noch Fragen? Quasi-Quota? Ich glaube, man sieht, wie man von links nach rechts kommt. Oder sieht das irgendwer noch nicht? Wie du eine ID da rein generieren würdest, war die Frage. Da kommen wir jetzt gleich zu. Weil das hier ist ja jetzt nur ein statisches Beispiel. Das ist relativ langweilig. Und alternativ zu diesem automatischen Schließen können wir die Texte natürlich auch manuell schließen, wenn wir zum Beispiel mehrere Texte in einer Zeile haben wollen. Zum Beispiel, wir haben einen Text und da wollen wir einfach nur ein I haben, dann wollen wir das direkt da schließen und nicht dafür extra neue Zeile und einrücken und sonst eher so einen Krempel machen. Ja? Und jetzt, um die Frage zu beantworten, was mache ich mit irgendwie generierten IDs oder so? Naja, die ID generiere ich mir vorher, damit das Framework darüber Bescheid weiß und übergebe das einfach als Variable. Und in diesem Fall habe ich jetzt einfach nur hier einen Namen genommen, was ein Text ist, aber eine ID ist ja auch nichts anderes als ein Text. Und dann kann ich nämlich hier sagen, hello, und mit dieser Raute und eckigen Klammern stelle ich eine Variable dar. Und man sieht halt hier links, was ich reingebe und rechts, was rauskommt. Und so kann ich einfach Variablen darstellen. Und das Zweite, was wir hier haben, ist mit Raute stelle ich einfach nur einen String dar. Mit add kann ich einen Link generieren und dieser Link geht zum Beispiel auf die Authentifizierungsroute, die den Login managt. Es gibt ja dann auch noch eine Logout-Route und so weiter und so weiter. Also diese Auf-Route nimmt halt auch einen Parameter. Und wir sehen, dieses add auf air wird hinten aufgelöst zu slash auth slash login. Wir hatten ja eben gesagt, die Auth-Route ist slash auth und alles unterhalb von auth wird von diesem Autorisierungsding komplett selber verwaltet und die kennt ihr gar nicht, die habt ihr auch nirgendwo angegeben, ihr macht einfach nur add auth route login und dann wird der User schon richtig weitergeleitet, wenn er da draufklickt. Ja? Auch ist das automatisch sicher, weil mit dieser Raute
wird der String automatisch escaped. Das heißt, wenn da irgendwelche gefährlichen Zeichen drin sind, Cross-Site-Scripting-Sachen, irgendwer möchte JavaScript in eure Seite reinschmeißen oder sonst irgendwas, wird das automatisch escaped und einfach als Quelltext dargestellt, was vollkommen harmlos ist. Damit machen sich dann Leute nur noch zum Deppen. Es gibt auch eine Möglichkeit, Text unescaped da reinzusetzen. Das ist allerdings bewusst etwas komplizierter gemacht, damit man das nicht als Ausrede nimmt mit, ja, der einfache Weg ist der sichere Weg und der unsichere Weg ist immer der komplizierte. Fragen zur HTML-Generation? Gut, wie keiner mit mir redet. jetzt erstellen wir mal einen kompletten Händler. Wir hatten ja eben die Home-Route mit dem Get und der Typ war Händler HTML. Und was wir machen ist, wir rufen einfach nur den Layout-Manager auf, dieses Default-Layout, was wir eben hatten, was uns automatisch das Layout in vernünftig schön darstellt. Und haben hier hinten unseren Hamlet quasi Quota, der uns HTML erzeugt. Und haben dann hier die schöne Funktion toWidget, die aus diesem Hamlet-Code dann das einen Widget macht, was das Default-Layout darstellen kann. Da man das hier so häufig macht, gibt es auch einen Quasi-Quota W-Hamlet, der nichts anderes ist als Hamlet mit einem toWidget davor. Das heißt, so kann man ganz einfach Code ausgeben. Und das war eigentlich schon komplett alles, um eine Anfrage auf der Home-Route mit Hello World zu beantworten. Ja? Da es natürlich noch einfacher wird, weil wir können es vertippen, wir können irgendwelche komischen Typsignaturen haben oder sonst irgendwas, weil es noch damit es noch einfacher wird und wir noch weniger Fehler machen können, übernimmt YesWord auch die Händlergenerierung und das Anlegen von Routen. Das heißt, wir können machen, YesWord ist halt das Konsolenprogramm, was dazu gehört. Und wir können einfach machen YesWord at Händler in unserem Projekt und dann beantworten wir die Fragen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich möchte hier die Route new haben. Das R wird automatisch angehängt. Und ich sage, die Route soll auf slash new root hören und get unterstützen. Das sind so die drei Sachen. Und was das macht ist, es legt zum einen einmal eine Datei Händler new an, also eine new HS in dem Händlerverzeichnis, was ein eigenständiges Modul ist, damit das alles schön getrennt ist. Es fügt einen Import in die Applications ein, damit das vernünftig importiert wird. Es fügt dieses Modul in die Kabal-File hinzu, das was auch gemacht werden muss. Und es fügt die Route, die wir oben angegeben haben, mit dem angegebenen Händler und den angegebenen Methoden in die Routing-Datei hinzu. Ist das soweit klar? Es macht viel automatisch. Und man braucht sich halt um nichts kümmern. Und dann haben wir eine Datei new.hs und die können wir uns einfach mal angucken. Und die sieht danach so aus. Wir haben hier das neue Modul. Es werden Imports geladen, damit wir die gängigen YesWord-Funktionen alle zur Verfügung haben. Und wir haben automatisch generiert die Methode getNewAir, Händler HTML mit einer Fehlermeldung. Und immer wenn wir halt Error schreiben, dann gibt der Server direkt eine schöne Fehlermeldungsseite zurück mit Error 501, Internal Server Error mit dieser Nachricht. Das heißt, wir haben auch eine vernünftige Fehlerbehandlung. Wenn wir irgendwo in unserem Händlercode nicht mehr weiter wissen oder in einen Zustand geraten sind, wo wir jetzt einfach nur noch abbrechen wollen und alle ausstehenden Aktionen ungültig machen wollen und so weiter, rufen wir Error auf und der User kriegt eine Fehlermeldung an der Stelle. Meistens möchte man nicht Error haben, meistens möchte man da irgendwie so Sachen haben wie Lyft.io, sende einen Hilferuf per E-Mail an irgendeinen Administrator, dass das Programm kaputt ist. Aber die Möglichkeit ist halt da. Was wir eigentlich jetzt nur noch tun müssen ist, wurde alles automatisch generiert und wir müssen jetzt nur noch diese Fehlermeldung durch unseren Code austauschen, den wir zum Beispiel oben hatten. Da hatten wir einfach das Hello World Widget und das können wir da auch direkt machen. Sind allen die Schritte klar bis dahin? Gut. Jetzt können wir halt Dinge darstellen, Anfragen beantworten
Und wir haben irgendwo unsere Datenbank definiert und unser Model definiert. Preisfrage, wie kriegen wir Daten aus der Datenbank raus, die wir darstellen möchten? Antwort, es gibt da ein paar Methoden. Eine einfache, wie man hier sieht, ist diese. Ja, alle Funktionen haben so eine unglaublich schöne Typsignatur in diesem Framework. Wichtigste Info, keine Panik. Es sagt einfach nur hier, es ist in Monad.io, das heißt, es muss irgendwie mit der Datenbank kommunizieren, was uns jetzt nicht groß überrascht. Dass diese Werte, die zurückgegeben werden, müssen datenbankkompatibel sein. Wir müssen irgendein Backend haben, mit dem wir reden können, was das Framework versteht. Und der Wert muss halt kompatibel sein mit unserem Backend. Das sind einfach nur die Voraussetzungen, die hier drin stehen. Und das erste Ding ist eine Liste von Filtern. Und das zweite ist eine Liste von Optionen. Und zurück kriegen wir dann eine Liste von Ergebnissen. Und das war eigentlich alles. Und das eigentlich Interessante sind halt die zwei Parameter, die wir übergeben müssen. Und zwar war das, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Liste von Filtern und eine Liste von Optionen. Und Filter sind zum Beispiel sowas hier. Ich habe mir jetzt so ein Post-Likes überlegt, weil ich wollte halt zeigen, wie man hier noch ein bisschen Arithmetik machen kann. Das war jetzt eben in dem Model nicht drin. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die man ganz einfach da hinzufügen kann. Und Filter heißt hier im Prinzip, wir sagen hier im Post-Content, hier kommen diese großgeschriebenen Felder zum Einsatz, weil das die Datenbank respektiven Felder sind. Wir sagen, in dem Post-Content muss das Wort Needle vorkommen. Und die Likes auf dem Post müssen größer als 100 sein. Und man sieht sofort, diese gesamten Persistent-Vergleichsoperationen für die Datenbank hören alle mit einem Punkt auf, weil würde man einfach größer gleich nehmen, müsste das in der Typklasse IQ liegen, was einfach nicht geht, aufgrund der Beschränkung vorher. Das heißt, das sind einfach dieselben Operationen, die man erwartet, nur mit einem Punkt dahinter, um sie unterscheiden zu können von anderen Operationen. Und wir haben hier am Anfang eine Liste, einmal mit dem Content, mit der Content-Bedingung und der Like-Bedingung. Und alles in der Liste wird unverknüpft. Und da gibt es die Oder-Verknüpfung hier vor, die mehrere Listen oder verknüpft. Das heißt, wir haben eine oder verknüpfte Menge von Listen und alles in den Listen ist unverknüpft. Und dann können wir sagen, also entweder enthält der Post Needle und die Likes sind mehr als 100 oder der Post ist irgendeiner, der mit einer User-ID übereinstimmt, die wir irgendwo hergekriegt haben. Also User-ID ist jetzt hier einfach nur eine Variable. Und die Optionen sehen so aus, da gibt es nicht so viele Optionen, aber das sind die wichtigen. Hier kann man zum Beispiel mit Limit2 das Gesamte auf 50 Einträge beschränken. Es gibt dann auch noch Offset. Wenn ihr euch das vorstellt, ihr kriegt eine lange Liste von Ergebnissen, dann heißt Limit2 heißt die ersten 50 und irgendwie Limit2 Offset 10 heißt, gib mir 50 ab der Position 10. Also die ersten 10 werden weggeschmissen und dann kriege ich die nächsten. So kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich sage hier Limit2 50, Offset 300, schmeiße ich die ersten 300 weg und kriege dann 50, um zum Beispiel auf eine siebte Seite oder so zu springen in irgendeinem Forum mit vielen Posts. Das heißt, so kann man einfach sich durch den Datensatz durchhangeln und mit einer einfachen Multiplikation bei dem Offset entsprechend den Teil der Posts auslesen, den man haben möchte. Und dann gibt es hier natürlich noch Sortierung. Es gibt einmal Desk für absteigend, Descending. Und es gibt Ask, also Ascending für aufsteigend. Und hier sortieren wir einfach absteigend nach der Anzahl der Likes. Natürlich, wenn wir aufsteigend oder absteigend sortieren, muss das eine sinnvolle Implementation von größer oder kleiner haben. Also für Text funktioniert das, für Strings funktioniert das, für Listen oder Maybes oder so funktioniert das nicht unbedingt. Ja. Gibt es dazu noch Fragen zu Filter und Optionen? Weil sind ja eigentlich nur die einzigen beiden Sachen, die wir hier übergeben müssen, um unsere Ergebnisse zu kriegen. Wenn es keine Fragen gibt, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Die Ergebnisse
hatten hier hinten den Typen Entity Val. Und was ist dieses Entity eigentlich? Ich habe gesagt, das sind die Ergebnisse, aber das ist ja eigentlich nicht der Typ, den wir haben wollten. Ein Entity sieht so aus, Data Entity von irgendeinem Record, also einer der Records, die wir uns am Anfang definiert haben, deswegen die Einschränkung auf Persist Entity. Eine Entity besteht aus einem Key und einem Value. Der Key ist einfach nur die ID des jeweiligen Eintrages und der Value ist der Eintrag selber. Die Unterteilung muss sein, weil ansonsten hätten wir ein schönes Henne-Ei-Problem beim Einfügen in die Datenbank. Angenommen, ich möchte jetzt einen neuen Post in die Datenbank einfügen, dann habe ich halt einen Post in meiner schönen Post-Datenstruktur und jetzt möchte ich den einfügen. Mit welcher ID füge ich den Post ein? Keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich die Datenbank fragen. Aber dann kommen vielleicht zwei Leute, die gleichzeitig einen Post einfügen wollen. Vergebe ich dann zweimal dieselbe ID? Das funktioniert nicht. Deswegen gibt man beim Einfügen einfach nur den Post an die Datenbank und die Datenbank legt eine ID intern fest. Die interessiert mich ja auch nicht. Ja? Und wenn wir Sachen abfragen, kriegen wir den Key, also die ID von dem Ding, jeweils immer mit dazu. Weil wenn wir zum Beispiel Sachen updaten möchten, dann wollen wir ja vielleicht eine bestimmte ID updaten. Wenn wir jetzt das User-Profil haben, dann ist der Key irgendwie ein Key vom Typen Profile, also irgendwie ein Int oder so, und der Value ist ein Profile. Und dann können wir das Profil aktualisieren mit irgendwelchen Formulareingaben oder so. Und dann machen wir einfach nur noch Save. Aber dann müssen wir ihm sagen, diesen Key bitte auf diesen Wert aktualisieren. Ja? Und konkret sieht sowas dann zum Beispiel so aus. Wir haben jetzt hier einen Händler. Und wir machen hier mit Do, gehen wir ganz normal in die Do-Notation. Und sagen jetzt als erstes erstmal RunDB, wir wollen aus der Datenbank Select List ohne Filter 50 Werte. Was sind das für Werte? Ich habe das in die Variable Posts geschrieben. Und Posts wird hier unten in dem WHamlet benutzt und zu Entity Post ID Posts aufgelöst. Das heißt, er weiß automatisch, ich möchte einen Post aus der Datenbank haben. Und daher weiß er über den Typen alleine, den er sich automatisch herleitet, weiß er genau, was ich aus der Datenbank haben möchte, ohne dass ich mich groß irgendwie erinnern muss, was war das denn jetzt oder sonst irgendetwas, sondern ich kann das einfach benutzen. Und dieses, das war halt die erste Zeile. Und in der zweiten Zeile sagen wir dann wieder Default Layout, also stell uns das da, mit einem Hamlet irgendwie H1, irgendwie die letzten 50 Posts sind irgendeine Liste. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Konstrukt aus dieser Hamlet-Syntax mit Dollar können wir, es gibt Dollar for all, Dollar if und Dollar maybe. Und dann können wir halt auch da hinten direkt Pattern matchen. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir packen aus den Posts die Entities aus. Und das heißt, dieses for all wird für jeden Post einmal durchgelaufen und generiert uns Code. Und sagen dann, okay, wir machen einen Listeneintrag. Und in den Listeneintrag kommt der Post-Content, dann eine neue Zeile. Und dann der Text posted at und dann zeigen wir den Zeitpunkt an, an dem das gepostet wurde. Und am Ende machen wir dann darunter noch einen Link, wo man den Post editieren kann. Und hier brauchen wir dann die ID, weil über die ID wissen wir ja, welcher Post jetzt gerade angezeigt wurde und welchen Post wir meinen. Und das ist dann alles, das ist dann eigentlich schon alles, was wir im Prinzip brauchen, um eine einfache Homepage darzustellen, die zum Beispiel die letzten 50 Posts anzeigt. Da ist jetzt noch nicht viel los, aber das ist erstmal schon mal das Simpelste. Gibt es dazu noch Fragen? Irgendwas in dem Code unklar? Irgendwelche Zeichen? Oder war das zu schnell? Ah, genau, die Frage war, was das in dem Post bedeutet. Wir kriegen hier ja einen Entity vom Typen Entity, Key von dem Post und den Post selber. Und das hier ist einfach ein Pattern-Matching auf dem Post-Konstruktor. Und am Anfang hatten wir festgelegt, ein Post besteht aus einem Text mit dem Content, einer User-ID mit dem User und einem Timestamp, wann der gepostet wurde. Und das sind genau diese drei Sachen dahinter. Das heißt, wir können das direkt auspacken und die Sachen wiederverwenden.
Natürlich, den User verwenden wir hier nicht, aber den könnten wir dann auch noch weiter verwenden, um zum Beispiel, wenn wir uns vorher geholt hätten, welcher User greift denn hier gerade auf die Seite zu, dann könnten wir die User-ID vergleichen mit der User-ID und dann können wir es zum Beispiel einschränken, dass du nur Posts editieren darfst, die von dir selber kommen. So wie das jetzt dasteht, darf man Post-Edit auf jeder Seite aufrufen und Post-Edit muss dann prüfen, ob ich das überhaupt darf. Was vielleicht nicht so optimal ist, weil man sollte dem User vielleicht nur die Links anzeigen, auf die er auch wirklich klicken kann. Funktioniert, glaube ich, mit $if, dann eine if-Bedingung, eine ganz normale Bedingung dahinter. Dann machst du den einen Code und dann machst du ein $else, machst den anderen Code und dann machst du ein $else-if. Ich glaube, so ging das. Also du könntest einen if machen, einen else und einen end-if und somit das if begrenzen. Oder ich glaube, das end-if brauchtest du nicht, weil das über die Einrückungstiefe läuft. Das heißt, du kannst einfach sagen, das wäre ja genau der Fall. Wenn ich den Link hier nicht anzeigen würde, dann hätte ich hier statt dem Link in der letzten Zeile geschrieben, $if, irgendwie der User gleich current user und dann in der nächsten Zeile den Link. Und der else-Fall wird da gar nicht aufgerufen und das heißt, der Link wird nur angezeigt, wenn es den User wirklich gibt. Wenn der User wirklich der ist, also wenn der User, der die Route aufgerufen hat, der User ist, der in der Datenbank steht, der den Post gemacht hat. Ja? Die Frage war, wenn man jetzt den Namen von dem Poster haben möchte, dann muss man vorher vielleicht nochmal eine Abfrage machen, wo man sich alle Posternamen von den IDs holt, die man gerade aus der Datenbank ausgelesen hat. Und dann hat man halt eine Liste oder eine Hashmap oder was auch immer mit Posternamen, wo ich einfach die ID reinschmeiße und den Namen kriege. Oder eine Alternative wäre, beim Erstellen des Posts speichere ich mir halt noch den Namen als zusätzliches Feld. Dann habe ich da zwar doppelte Datenhaltung, aber ich brauche dann halt nicht zwei Datenbankanfragen machen und doppelt durchlaufen. Das ist eine Performance-Überlegung, ob man das machen möchte, weil wenn ich zu jedem Post natürlich den Namen mitspeichere, dann wird selbstverständlich meine Datenbank größer, weil ich mehr Sachen speichere, also redundant. Man muss dann halt noch klären, was passiert, wenn ein User sich umbenennt. Wenn sich ein User umbenennt, dann aktualisiere ich ja nur den User. Aktualisiere ich dann auch alle vergangenen Posts oder sind die vergangenen Posts dann wird bei den alten Posts der alte User noch angezeigt oder muss ich einmal komplett über meine Datenbank drüber rennen, den aktualisieren oder. Das sind die Designentscheidungen, da muss man sich halt fragen, frage ich häufiger die Posts ab und muss den User abfragen oder ändert der User seinen Namen so häufig, dass ich das anders strukturieren muss. Das heißt, man hat hier beide Möglichkeiten und man muss sich dann halt für eine entscheiden und meistens sollte man den Weg gehen, der das einfacher macht, was man häufiger braucht. Ob man Verknüpfungen zwischen den Einträgen erstellen kann. Natürlich kann man Verknüpfungen erstellen. Das geht allerdings mit diesem einfachen Select List nicht. Es gibt eine Erweiterung, die nennt sich Esculeto. Damit kann man, ist eine eigene Library. Die bringt eine kleine Sprache mit, wo ich genau die Sachen benutzen kann, wo ich dann auch Joins machen kann und Group Bys und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann mir da komplett typsicher eine SQL-Abfrage aufbauen und die wird dann auch auf jeden Fall funktionieren. Weil ich habe keine Fehler mehr, weil ich kein SQL mehr schreibe. Ich schreibe kein SQL-Code mehr unten drunter, sondern ich benutze ja nur noch hier diese Entities. Also ich benutze ja hier nur noch, was wir eben hatten, diese Typen. Ich benutze ja hier nur noch Post-Content, Post-Likes und so weiter und so weiter. Und daraus baut er automatisch die ganzen Sachen auf. Und er weiß ja, dass zum Beispiel, wenn ich dann hier habe, ich habe hier Post-User und ich habe dann hier zum Beispiel User-ID. Dann kann ich das hier direkt vergleichen und kriege das als Filter zum Beispiel direkt rein. Ich weiß nicht, ob man das hier machen kann, weil er dann nicht weiß, was User-ID ist, aber muss man nochmal gucken, weil man weiß, er weiß ja nicht, welche Entity er dann zurückgeben muss.
Es geht. Es geht. Die Philosophie dahinter ist, natürlich sagst du, den Use Case braucht man. Ne? Deswegen gibt es für diese Fälle Libraries wie SQLato oder du kannst auch Raw SQL schreiben, wenn du möchtest. Aber der Standardfall ist, ich möchte einfach nur gerade was auslesen und darstellen. Das brauche ich in 90% der Fälle brauche ich nur sowas. Und in den 10%, wo ich es dann brauche, gibt es Möglichkeiten, das dann an der Stelle zu machen. Das ist halt die Idee, dass man einen sehr, sehr einfachen Weg gibt, die Sachen einfach erstmal anzuzeigen oder eine einfache Pagination draufzuschmeißen und so weiter und so weiter. Aber wenn ich dann halt kompliziertere Sachen mache, kann ich das ja auch, kann ich halt andere Libraries benutzen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel einfach das Select List. Es hält dich aber nichts davon ab, selber eine Funktion zu schreiben, die zum Beispiel sagt, get posts, kriegt den User und kriegt dann irgendwie eine Seite, also irgendwie fünfte Seite und einen Thread oder sonst irgendwas, kriegt irgendwie 3-4 Argumente und diese Funktion liefert dir dann genau das zurück, was du aus der Datenbank haben möchtest und das kannst du dann häufiger wiederverwenden. Die Frage wegen Performance, ob man dann 3 Anfragen macht oder eine, wenn du das mit SQLato machst, baust du nur noch eine einzige Anfrage zusammen als Funktion. Allerdings das Anfragen zusammenbauen aus vielen verschiedenen funktioniert mit so einfachen Konstrukten wie SelectList oder so nicht. Das heißt, wenn du kompliziertere Konstrukte zusammenbauen möchtest, was geht, dann gibst du das deinem Datenbankexperten oder du bist es selber und der schreibt dir dann 2-3 Funktionen und du kannst sie dann ganz normal weiter benutzen. Und du brauchst solche Funktionen dann halt, du brauchst ja nicht häufig schreiben. Das sind ja irgendwie nur 2-3 Sachen. Ja. Du kannst es sogar abstrahieren, dass du sagen kannst, du nimmst diese Anfrage und hast dann eine Funktion, die irgendwie sagt add username, die dann aus dieser Anfrage eine erweiterte Anfrage baut, die dann den Usernamen noch zusätzlich abfragt, in einer Abfrage und dann halt statt diesem Entity PID Post User einen Tupel von Username und Entity Post zurückliefert. Es hindert dich ja nichts daran, die Daten dynamisch zu erweitern. Das heißt, es gibt viele verschiedene Wege, wie man da auch performant, auch sehr, sehr performant direkt kompliziertere Sachen bauen kann. Frage war, was Pagination ist. Pagination ist, wenn du zum Beispiel im Forum warst oder so, hast du unten so einen Seitenzähler. Standardmäßig bist du halt irgendwie auf der ersten Seite und dann steht da 1, 2, 3, 4, 5, Punkt, 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 viele Pfeile oder so. Und wenn du halt mehrere Seiten hast, die du durchgehen möchtest, zum Beispiel du hast jetzt hier 300 Posts, du möchtest aber nicht jedem User 300 Posts auf einmal geben, sondern sagst, hier, das sind die ersten 20 und dann hast du unten ein paar Zahlen, wo der User dann auf Seite 5 springen kann. Dann kriegt er die Posts, dann werden die ersten 100 Posts weggeschmissen und er kriegt Post 101 bis 120. Das heißt, so kann er sich halt durch eine große Datenmenge hintereinander durchklicken. Ja, genau. Und wir brauchen uns halt größtenteils nicht mehr mit SQL herumschlagen. Man kann es natürlich immer noch tun für Edge Cases und so weiter. Allerdings verliert man dann die komplette Typsicherheit. Diese Sachen sind komplett 100% typsicher. Das heißt, wenn euer Code kompiliert, dann hat entweder die Datenbank-Implementation einen Bug, also eure Datenbank hat einen Fehler drin, oder das Ding läuft fehlerfrei. Weil das generiert standardkonform SQL-Code, der von allen Datenbanken vernünftig akzeptiert wird. Der hat für jedes Datenbank-Backend nochmal eine eigene Library, die auf das jeweilige Datenbank-Backend nochmal optimieren kann und so weiter und so weiter. Das heißt, der macht da schon extrem viel im Hintergrund. Und man hat einfach nur ein einfaches Interface, was man benutzt. So, jetzt haben wir schon fast alles. Wir haben jetzt schon unser Model, wir haben, wie man HTML generiert, wir haben jetzt sogar gesehen, wie man solche Daten aus der Datenbank herauskriegt und anzeigen kann. Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt Sachen in die Datenbank hinein? Und das geschieht im HTML-Kontext, den wir halt im Webbereich benutzen, meistens über Formulare. Das heißt, ihr habt so ein schönes Input-Formular und einen Submit-Button, da drückt ihr drauf, fertig.
In YesArt gibt es dafür zwei Wege. Zum einen applikativ, also über die Typklasse Applicative. Dabei wird der Code für das Formular und der Code und noch viele andere Code automatisch für uns generiert. Wir müssen halt nur noch angeben, was wir haben möchten. Aber wir haben halt auch kaum Einfluss auf die Gestaltung. Das heißt, da gibt es dann einen Default-Layouter oder man kann halt, sich halt auch einen Layouter schreiben, aber der stellt das dann halt irgendwie dar, wie er denkt, dass es passt. Wenn man das anders haben möchte, kann man das natürlich auch noch monadisch machen. Da kann man dann wirklich auf die einzelnen Elemente zugreifen, selber nochmal irgendwelche IDs dazu packen und so weiter, hat komplette Kontrolle über das Widget. Und müssen allerdings separat das HTML generieren, was das im Browser dann nachher darstellt. Aber wir können es halt genau anpassen auf unseren Use Case. Wir benutzen hier erstmal nur die Applicative-Syntax. Die monadische Variante ist in dem YesArt-Buch, das wir übrigens auch in der Bibliothek hier haben, aber das gibt es auch komplett kostenlos online. Sehr gut erklärt, da gibt es ein gesamtes Kapitel drüber, was der Unterschied ist mit Beispielen, also mit Beispielcode, mit Screenshots, wie das dann aussieht, wenn man das macht und so weiter und so weiter. Und ja. Applicative-Syntax sollte euch bekannt sein. Wenn wir etwas posten möchten, definieren wir einfach eine Funktion Postform. Das ist einfach unsere Funktion, die wir definieren. Hat dann die Typsignatur, sie kriegt eine User-ID und generiert daraus einen Post in der Formmonade. Und beziehungsweise hier benutzen wir es dann nur applikativ. Und das Formular sieht halt so aus, es rendert das Ganze in Diffs. Es gibt da auch noch ein paar andere Rendermethoden. Und wir reichen einfach nur den Konstruktor Post durch die ganzen Sachen durch. Und zwar der Konstruktor Post nimmt genau drei Werte. Er nimmt einen Text, er nimmt einen User und also er nimmt einen Text, er nimmt eine User-ID und er nimmt einen Timestamp. Und was wir machen ist, wir sagen, wir hätten gerne ein Textfield mit dem Namen Post, wo Post-Content drin steht. Das zweite, die User-ID, da nehmen wir einfach pure die User-ID, die wir übergeben kriegen. Und beim dritten heben wir uns mit Lift in die Händlermonade und sagen, Lift.io, nimm mal die aktuelle Zeit vom Server. Weil dann braucht der User die nicht eingeben, dann kann der User sie auch nicht manipulieren. Ja? Und wir sagen hier über AREC, das ist required. Und pure ist halt das Normale, wenn wir irgendwelche Konstanten haben wollen. Und wir können auch IO-Aktionen machen und Sachen vom Server einlesen. Generell gibt es halt in dieser applikativen Notation vier Möglichkeiten, an die Werte zu kommen. Wir können sagen, ein Feld ist required, dann ist es vom Typen, dann ist die Funktion AREC, die das macht. Es gibt dann noch optionale Werte vom Client, das sind AOPT. Der kriegt ihr dann halt nicht Text oder so zurück, sondern Maybe Text. Was klar ist, weil das Feld ja nicht unbedingt angegeben sein muss. Die Sachen heißen AREC und AOPT. Die monadischen Varianten dazu heißen MREC und MOPT. Nur mal so, falls ihr das selber schreiben möchtet. Gibt es als Konstanten, da sagen wir einfach pure und dann geben wir die Konstante ein. Zum Beispiel, wenn wir irgendeinen User neu anlegen, dann startet er irgendwie mit 0 Posts, dann sagen wir pure 0 und dann hat der User in dem Formular immer 0 Posts. Und wir können uns halt in die Händlermonade reinliften und von da aus dann IO-Aktionen machen, Datenbankaktionen ausführen und so weiter und so weiter. Und genau. Gibt es zu der Definition noch Fragen? Insbesondere der Code? Keine? Dann, wo waren wir? Genau, dann haben wir halt so ein Formular definiert, haben das irgendwie layoutet
Und das extrem Interessante ist, diese Definition wird jetzt sowohl für das Anzeigen verwendet, als auch für die Verifikation der Daten. Das generiert uns ein komplettes Formular, es kennt die Felder intern, benennt uns die mit irgendwelchen eindeutigen IDs, wir brauchen uns darum nichts zu kümmern. Und das benutzen wir dann auch für die Validierung. Und zur Generation gibt es halt die Funktion Generate Form Post. Der übergeben wir einfach diese Funktion, die ein Formular zurückliefert. Und wir kriegen zurück einmal das Widget, was wir halt in unsere HTML-Seite direkt einbauen können. Und den Encoding-Type, der muss im Formular selber angegeben werden. Weil das Formular selber wird nicht generiert, das kann ja irgendwo anders liegen. Aber das Teilformular, was ausgefüllt wird, wird da direkt generiert. Und das sieht dann, wenn wir es benutzen, so aus. Ich habe jetzt hier mal dieses GetPost, also GetPostNew, irgendwie so eine Route, wo wir neue Posts machen. Dann sagen wir, generiere uns den Formpost und wir nennen das einmal PostWidget und PostEngType und machen dann einfach hier DefaultLayout, sagen hier, wir haben ein Formular mit der Methode Post beim Abschicken. Das ist jetzt die HTML-Methode Post. Wir hätten hier auch Get hinschreiben können oder sonst irgendetwas. Die Action, also das, was aufgerufen werden soll, ist der PostNewAir-Händler. Und zwar, da wir die Methode Post genommen haben, wird der Post PostNewAir-Händler aufgerufen. Und der Encoding-Type für das Formular ist der Eng-Type, was dann sowas ist wie UTF-8 oder Arabisch oder sonst irgendwas, in welchem Encoding der User das eingeben soll. Dann binden wir hier das Widget ein, das kann ich auch mal direkt anzeigen, mit diesem mit diesem Akzent Circumflex, wie auch immer, können wir das Widget hier direkt einbinden und machen dann noch einen Button darunter, um das ganze Ding abzusenden. Und das generiert uns das komplette Formular, ohne dass wir groß uns damit auseinandersetzen müssen. Und genau, nach dem Abschicken wird die angegebene Route hinter Action aufgerufen mit der Methode Post. Das heißt, danach wird die Funktion Post, PostNewAir aufgerufen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Wenn wir ein Formular auswerten wollen, dann machen wir nicht Generate Form Post, sondern dann machen wir Run Form Post, um das Formular auszuführen. Und wir kriegen zurück ein Result, das Ergebnis unseres Formulars, ein Post-Widget und den Eng-Type. Und die Frage ist, wieso kriegen wir nicht nur einfach das Result zurück? Die Sache ist, die Sachen werden ja alle geprüft. Und wenn irgendwas falsch gelaufen ist, User hat irgendein bestimmtes Feld nicht ausgefüllt oder er hat ungültige Sachen eingegeben und so weiter, dann bekommen wir hier über Post-Widget gleich noch das teilausgefüllte Widget wieder zurück, was wir dem User direkt wieder anzeigen können. Und deswegen kriegen wir das Widget und den Eng-Type wieder mit zurück. Und das Result, habe ich ja eben schon gesagt, kann fehlschlagen. Und es gibt drei Arten, auf die das fehlschlagen kann. Einmal Form Missing, das heißt, die Formulardaten sind nicht da. Das heißt, der User hat das Ding aufgerufen, ohne ein Formular ausgefüllt zu haben. Oder es gibt Form Failure mit einer Menge an Fehlern. Das haben wir nur eine Liste von Fehlermeldungen. Oder wir haben Form Success, wo dann komplett fertig gepasst, unser gesamtes Ding drin steht in den genau richtigen Datentypen. Und ja, entweder sind halt keine Daten da, es gibt Fehlermeldungen oder es ist ein Erfolg. Sollte klar sein, oder? Gut. So funktioniert das dann zum Beispiel. Die erste Zeile ist das Run from Post, was ich gerade angesprochen habe. Und dann habe ich hier in diesem Let Statement einfach nur im Prinzip den Teil von vorher, dieser WHAMLET-Teil, den habe ich im Prinzip gecopy-pastet und zwischendurch einfach nur ein H2 mit Fehler eingefügt, wo dann hier die Fehlermeldung angezeigt wird. Und die Fehlermeldung nehme ich als Parameter. Die Funktion habe ich again genannt, weil die stellt das gesamte Ding einfach nochmal dar mit der gegebenen Fehlermeldung. So kann ich das dann später häufiger benutzen. Was wir einfach machen ist, wir kriegen ja unser Result zurück. Und was wir machen ist einen Case Result. Und entweder haben wir hier unten einen Form Failure,
dann habe ich jetzt einfach gesagt, nimm mal den ersten Fehler und mach das nochmal. Und bei Form Missing oder bei allen anderen Fehlern ist mir vollkommen egal, mach das nochmal mit Invalid Input als Fehlermeldung. Dass ich einfach nur dem User irgendeine Fehlermeldung schmeiße. Wenn ich einen Form Success habe, habe ich einen Post vom Datentypen Post. Das ist genau der Record, den wir für unser Model definiert haben. Das heißt, das ist alles schon komplett in den richtigen Typen. Und das Einzige, was ich jetzt nur noch mache, ist Do. Und ich mache RunDB Insert Post. Insert fügt irgendetwas, was er kennt, was halt einen datenbankkompatiblen Typen hat, fügt das in die Datenbank ein. Und der Rückgabewert von dem RunDB ist die Post-ID, falls wir die noch irgendwie weiter verwenden möchten. Möchten wir in dem Fall nicht, sondern wir redirecten den User einfach auf die Home-Route. Das darf nicht getHomeAir sein, das muss einfach redirectHomeAir sein. Man muss die Route da angeben, nicht die Funktion. Tut mir leid. Frage war, was das P hier in den spitzen Klammern vor dem Error macht. P ist einfach ein HTML-Tag und steht für Paragraph. Genauso wie H für Heading steht oder Form für Formular oder Button für Button. Das ist ganz normales HTML und damit fügen wir einfach nur eine Zeile ein, die sich ein bisschen abtrennt mit einer Fehlermeldung. Man könnte die natürlich auch noch irgendwie stylen, CSS-Klassen draufschmeißen und so weiter, um die dickrot rauspoppen zu lassen und so. Das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Weil irgendwo rein muss ich es packen, ansonsten sieht das Layout einfach bescheiden aus. Gibt es zu Formularen noch Fragen? Ist das einzig Bemerkenswerte hier, es ist viel Code für das Drumherum. Das Einzige, was wir machen müssen, ist dieses Insert Post. Und das ist eigentlich die einzige Operation, die man braucht, um Sachen in die Datenbank reinzuschmeißen. Der Rest ist alles relativ typsicher. So, kommen wir zum letzten Thema. Wir hatten gesagt, es soll nicht jeder alles können. Das heißt, für manche Bereiche der Seite wollen wir Zugangsbeschränkungen. In der Foundation HS, die auch komplett automatisch generiert wird und alles, gibt es dafür eine kleine Funktion, die heißt isAuthorized. Und da können wir einfach weitere Pattern-Match-Sachen hinzufügen und können sagen, hier, die Authentifizierungsroute ist immer authentifiziert und alles andere bei uns ist auch authentifiziert. Das kann man natürlich einschränken. Und der erste Parameter hier beschreibt die Route. Und der zweite Parameter beschreibt, ob wir einen Lesezugriff oder einen Schreibzugriff auf die Route machen. Das heißt, zum Beispiel GET ist klassischerweise ein Lesezugriff. Und POST ist ein Schreibzugriff. Das wird alles automatisch ermittelt. Sobald ihr irgendwie in RunDB Insert-Sachen macht, ist das RunDB nicht mehr vom Typen Reader, sondern vom Typen Writer. Das ändert den Typen der Händlermonade und so weiter und so weiter. Und dann kompiliert euer Ding nicht. Beziehungsweise dann Pattern Match das entsprechend und der User wird abgelehnt. Oder wenn ihr halt Mist baut und es nicht passt, dann kompiliert es nicht. Wenn wir jetzt halt zum Beispiel möchten, dass nur eingeloggte User posten und Posts editieren können, hatten wir unsere zwei Routen, einmal PostAir und einmal PostEditAir, die wir zuschreiben, mit Lese- und Schreibzugriff. Und die sind einfach festgelegt durch die Funktion isUser, die hier direkt drunter definiert ist. Und isUser holt einfach nur die Authentifizierung und wenn der User authentifiziert ist, also just das User-Objekt, dann ist er autorisiert. Das heißt, wir gucken hier nicht. Wir könnten hier theoretisch auch noch gucken, ist der Admin oder hat er mehr als so und so viele, dann kann er auf irgendwelche speziellen Routen zugreifen und so. Wir können uns so eigentlich direkt Rechte schreiben und wenn der User nicht authentifiziert ist, schicken wir ein Authentification Required, was ihm direkt sagt, du musst ja authentifiziert sein. Ach übrigens, hier ist der Link zum Authentifizieren. Da weiß er direkt, das hier ist die Auth-Route und so weiter und so weiter. Das heißt, man kriegt sofort eine schöne Fehlermeldung und hat einen recht eleganten Workflow, in dem man einfach nur drei Zeilen hinzufügt. Und so können nur noch eingeloggte User posten und Posts editieren. Wichtig ist, dass man halt auch prüfen muss. Hier können wir nur auf ganz generelle Dinge prüfen.
und nicht auf komplett auf Einzelfälle. Zum Beispiel, wir haben jetzt zugelassen, dass jeder angemeldete User jeden Post editieren darf. Bei dem Post editieren können wir dann nochmal genauer prüfen, darf dieser User diesen Post editieren? Ja? Oder ihn ansonsten mit einer Fehlermeldung wegschmeißen, wegleiten. Ja? So, noch was unklar zu dem Kapitel? Die Frage war, wenn man eine Admin-Abfrage macht, dann hat man hier ja so eine Route wie zum Beispiel Admin-Panel oder sowas. Dann hat man eine Route, Admin-Route, und dann würde ich einfach eine weitere Funktion definieren, ist Admin, die im Prinzip genauso aussieht, wo dann allerdings in diesem Just-Fall nochmal der User auseinandergenommen wird und geguckt wird, hat der User Admin-Rechte? Ja? Und dann kommt ein Authorized zurück, oder wenn er kein Admin ist, ein Not Authorized. Dann kriegt der User auch direkt die Fehlermeldung, ja, du bist zwar eingeloggt, aber du bist nicht autorisiert, auf diese Ressource zuzugreifen. Genau, das ist einfaches Pattern-Matching. Das ist einfach noch ein detaillierteres Pattern-Matching auf diesen Just-Konstruktor. Das heißt, ich habe da dann nochmal zwei Fälle. Ich habe irgendwie Just-User mit dem Admin-Flag true gesetzt, und ich habe just alle anderen. Und dann kann ich das direkt da machen. Und so kann ich ganz einfach Flex setzen, um in der Datenbank eine Rechteverwaltung zu machen. Sonst noch Fragen? Gut. Dann fassen wir nochmal einmal zusammen. Wir haben einen kleinen Überblick über Web-Applikationen im Allgemeinen und insbesondere über Feinheiten mit Yesod und so gewonnen. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, benutzt das Buch, da ist ein Quick-Start-Guide, der euch einfach sagt, wie ihr das ganz schnell aufsetzt, und dann kriegt ihr das komplette Scaffolding und dann wird alles schon komplett autogeneriert und ihr müsst, wie gesagt, nur noch das Model editieren und mit Add-Händler eure Routen und Händler hinzufügen und dann den autogenerierten Code ausfüllen. Das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst, nur noch um diese Web-Applikation zu schreiben. Ja, insbesondere haben wir uns halt angeguckt, was sind URLs, was sind Routen und was müssen wir halt damit machen. Wie definieren wir ein Datenbankmodell, wofür brauchen wir das? Wie kriegen wir Informationen aus der Datenbank heraus? Wie generieren wir HTML, um die Sachen sinnvoll darzustellen? Wie generieren wir Formulare und werten sie aus? Und wie machen wir eine einfache Authentifikation? Alles jetzt nur ganz grob. Man kann da überall nochmal ein, zwei Vorlesungen zu jedem Punkt halten und komplett ins Detail gehen. Aber wir sind jetzt schon über der Zeit, von da aus soll es das mal für heute gewesen sein. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Nee? Gut. Ich wusste nicht, wie lange die dauert. Ansonsten hätte ich noch eine kleine Demo eingeschoben, aber die fliegt jetzt raus. Gut, dann vielen Dank fürs Vorbeikommen. Bis nächste Woche.